Wasser, die am häufigsten vorkommende Substanz auf der Erde. Es begleitet uns in jedem Moment unseres Lebens. Doch kennen wir eigentlich die Geheimnisse dieses erstaunlichen Elements? Wo kam es her? Wer brachte das Wasser auf unseren Planeten und wieso? Gerade Wasser macht unsere Erde so einzigartig. Vielleicht weiß nur das Wasser selbst die Antworten auf diese Fragen. Immer noch ist so viel Wasser vorhanden, wie zu dem Zeitpunkt, an dem alles begann, als die Erde entstand und die Form annahm, die uns heute allen so vertraut ist. Und immer noch ist die Frage, worin besteht die geheime Macht des Wassers? Wir sind so vorgegangen, wie wir es immer tun. Zuerst grenzen wir unseren Forschungsgegenstand ein. Also sagten wir, konzentrieren wir uns auf das Wasser, aber betrachten wir es aus vielen verschiedenen Perspektiven. In der Bibel ist das Wasser mehr als nur eine chemische Substanz. Es steht ein Prinzip dahinter. Ein Prinzip, das mit dem Entstehen des Lebens zusammenhängt. Nichts in der Welt ist weicher und nachgiebiger als Wasser. Und doch gibt es nichts, das, wie Wasser, Starres und Hartes bezwingt. Dank dem, was es nicht ist, gelingt es ihm leicht. Das Weiche überwindet das Harte, das Schwache überwindet das Starke. Obwohl all dies jeder weiß, handelt niemand danach. Diese Worte schrieb der chinesische Philosoph Lao Tse vor über 2500 Jahren. Wasser ist ja bereits intensiv erforscht worden. Und es ist sehr wohl bekannt, dass Wasser im Vergleich zu anderen Flüssigkeiten ungewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften hat. Es kann kein Wissenschaftler erklären, warum Wasser sich bei Minusgraden verdichtet, eine höhere Dichte hat als bei Plusgraden. Jede Substanz verdichtet sich, wenn sie abgekühlt wird. Doch Wasser tut das Gegenteil, es dehnt sich aus. Seit Urzeiten haben die Menschen sich diese Tatsache zunutze gemacht. Im Norden wurde Stein als Baumaterial gebrochen, indem man Wasser in Felsspalten goss, bevor der Frost kam. Im Süden trieb man Holzkeile in Gesteinsritzen und tränkte diese mit Wasser. Sobald die Holzkeile anschwollen, zerbarst das Gestein. Lange Zeit später entdeckten Wissenschaftler, dass Wasser in Kapillargefäßen einen enormen Druck aufzubauen vermag. In einem Samen kann der Druck im Moment der Keimung über 400 Bar betragen. Auf diese Weise kann ein Sprössling mit Leichtigkeit selbst Asphalt durchdringen. Obwohl es ein so kleines Molekül ist, besitzt es diese außergewöhnlichen Eigenschaften. Kein anderes Molekül weist ähnliche Anomalien auf. Würde auch nur eine einzige dieser Anomalien fehlen, wäre auf der Erde kein Leben denkbar. So einzigartig die Eigenschaften von Wasser sind, so schwer lassen sie sich durch die Gesetze der Physik erklären. Bislang kann die Wissenschaft nicht begründen, warum Wasser als einzige Verbindung in allen drei Aggregatzuständen vorkommt. Flüssig, fest und gasförmig. Wieso hat Wasser die höchste Oberflächenspannung aller Flüssigkeiten? Wieso ist es das stärkste bekannte Lösungsmittel? Und wie kann Wasser, der Schwerkraft trotzend, durch die Stämme riesiger Bäume bis in die Krone emporsteigen? Wir haben große Fortschritte gemacht. Inzwischen wissen wir, dass wir beinahe nichts über Wasser wissen. Dadurch ist das Bedürfnis entstanden, mehr über Wasser herauszufinden. Und das ist ein großer Fortschritt. Südostasien im Jahre 1956. In einem militärischen Geheimlabor werden Massenvernichtungswaffen erforscht und hergestellt.
Schon seit Jahren arbeitet man hier an der Entwicklung einer neuen bakteriologischen Waffe. Die Wissenschaftler streiten über die nötigen Eigenschaften eben dieser Waffe. Und plötzlich, mitten während eines der geheimen Treffen, muss die Sitzung abgebrochen werden. Alle Teilnehmer werden mit den Symptomen einer schweren Lebensmittelvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle Untersuchungen bleiben ohne Befund. Bis auf Wasser aus dem Konferenzraum hatte keiner der Wissenschaftler etwas zu sich genommen. Und auch in jenem Wasser konnte man keine gefährlichen Zusatzstoffe finden. Seine chemische Zusammensetzung war ausschließlich H2O. Also hieß es im medizinischen Bericht: Vergiftung durch gewöhnliches Wasser. 20 Jahre später wird eine fantastische Hypothese aufgestellt, die all die unerklärlichen Verhaltensweisen von Wasser erklären könnte. Wasser hat ein Gedächtnis. Experimente überall auf der Welt haben bewiesen, dass Umwelteinflüsse prägende Spuren im Wasser hinterlassen. Alles, was um das Wasser herum geschieht, wird gleichsam aufgezeichnet. Alles, was mit Wasser in Berührung kommt, hinterlässt eine Spur. Haben unsere Vorfahren davon gewusst, als sie versuchten, mit silbernen Gefäßen gewöhnliches Wasser in Heilwasser zu verwandeln? Strukturiertes Wasser ist das beste Antibiotikum, das es gibt. Die US Army setzt es in Afghanistan und im Irak ein. Ein Molekül dieses Wassers auf 100 Millionen Trinkwassermoleküle tötet alle Bakterien in einer Wunde ab. Der Präsident der Vereinigten Staaten benutzt dieses Wasser zur Handdesinfektion. Ich fragte mich, was soll das für Wasser sein? Wenn Wasser Informationen speichert, erwirbt es neue Eigenschaften, obwohl sich die chemische Zusammensetzung nicht ändert. Zuerst dachte man, die Eigenschaften hingen von der Zusammensetzung des Wassers ab. Doch diese Theorie konnte widerlegt werden. Die Struktur des Wassers ist viel wichtiger als seine chemische Zusammensetzung. Die Struktur von Wasser, das ist die Art und Weise, wie sich die Moleküle organisieren. Wassermoleküle schließen sich in Gruppen, sogenannten Clustern, zusammen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Cluster als Erinnerungsspeicher fungieren und gleichsam wie ein Magnetband beschrieben werden können. Niemand denkt daran, dass sich das Wasser verändern könnte, wenn man das Licht anschaltet oder ein elektronisches Gerät bedient. Aber in diese Richtung forschen wir. Wasser bleibt natürlich immer Wasser. Aber seine Struktur reagiert auf Irritationen wie das Nervensystem. Mithilfe moderner Instrumente lässt sich nachweisen, dass jeder Erinnerungscluster von Wasser aus 400.000 Informationskanälen besteht, wobei jeder Kanal eine andere Art der Interaktion mit der Umwelt aufzeichnet. Wenn man unter einem Cluster eine Gruppe von ganz bestimmten Molekülen versteht, dann muss der Cluster irgendwann zerfallen. Die Beständigkeit der Cluster lässt sich nur erklären, indem man eine Struktur annimmt, in der Moleküle kommen und gehen können. Die Stabilität der Cluster ist ein weiterer Hinweis auf die Fähigkeit zur Informationsspeicherung. Wasser ist vielleicht der größte Erinnerungsspeicher, den es gibt. Wie ein Riesencomputer. Wir müssen verstehen lernen, wie es sich organisiert. Es ist wie mit dem Alphabet. Durch seine Kenntnis versteht man noch keine Worte oder Sätze. Die Molekularstruktur von Wasser ist wie ein Alphabet. Und wir müssen lernen, Wasser in zusammenhängenden Sätzen zu lesen. Im Winter 1881 war das Segelschiff Lara auf dem Weg von Liverpool nach San Francisco. Am dritten Tag der Reise brach ein Feuer aus.
Zusammen mit Captain Neil Carey verließ die Mannschaft das Schiff auf Rettungsbooten. Schon bald gingen die Wasservorräte zur Neige. Nach 3 schrecklichen Wochen auf See erreichten sie endlich die Küste und waren wohlauf. Der Kapitän, eigentlich ein sehr nüchterner und pragmatischer Mann, beschrieb später, was sie gerettet hatte. Wir träumten von Süßwasser und begannen uns vorzustellen, wie sich um unser Boot das blaue Meerwasser in grün schimmerndes Trinkwasser verwandeln würde. Ich nahm all meine Kräfte zusammen, fuhr mit der Hand in das Wasser und kostete es. Es war Trinkwasser. Aus der Bibel kennen wir ein berühmtes Beispiel, als Jesus Wasser in Wein verwandelte. Er veränderte das Wasser nicht wirklich, er fügte auch nichts hinzu, sondern verlieh ihm eine ganz besondere Eigenschaft. Wir haben Wasser in Experimenten allen möglichen Einflüssen ausgesetzt: Magnetfeldern, elektrischen Feldern, verschiedenen Substanzen und auch menschlichen Emotionen. Den stärksten Einfluss von allen Faktoren hatten die positiven und negativen menschlichen Emotionen. In Professor Korotkows Labor werden die Auswirkungen menschlicher Emotionen auf Wasser erforscht. Eine Probandengruppe sollte positive Gefühle wie Liebe, Zärtlichkeit oder Fürsorge auf einen Becher Wasser projizieren. Dann wurde der Becher ausgetauscht und die Gruppe sollte das Wasser mit negativen Gefühlen wie Angst, Wut oder Hass aufladen. Danach wurden beide Wasserproben Messungen ausgesetzt und tatsächlich hatte sich das Wasser je nach Art der Emotionen verändert. Liebe erhöhte das Energieniveau des Wassers und stabilisierte es, während Hassgefühle die Energie des Wassers verringert hatten. Ich hoffe, den Menschen zeigen zu können, dass Wasser ein Gedächtnis hat. In Dr. Emotos Labor werden Wasserproben unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt und dann umgehend in einer kryogenischen Kammer schockgefroren. So sieht Wasser nach dem Erhitzen in einer Mikrowelle aus. Das ist der Effekt, den ein Mobiltelefon auf Wasser hat. Zu diesem Wasser hatte jemand Dankeschön gesagt. Entschuldigung. Du ekelst mich an. Dank moderner Technik ist es möglich, Wasser auf künstliche Weise zu strukturieren. Sojasamen, die mit strukturiertem Wasser gegossen wurden, weisen eine 6-mal höhere Photonenstrahlung auf als Sojasamen, die mit Leitungswasser gegossen wurden. Gemüse reift mit strukturiertem Wasser schneller und baut wesentlich mehr Nährstoffe auf. Die mit strukturiertem Wasser behandelten Sprösslinge waren größer, gerader und stärker, während die unbehandelten klein und schwach waren. Und die Pflanzen, die aus dem behandelten Samen entstanden, sind bereits alle vollständig gereift. Strukturiertes Wasser hat also nachweislich einen Effekt auf das Wachstum von Gemüse und Früchten. Setzt man für die Feldbewässerung strukturiertes Wasser ein, lassen sich 20% Wasser einsparen. Und das, obwohl kein Dünger dem Wasser zugefügt wurde, nur seine Struktur wurde verändert. Inzwischen kann die Wissenschaft zwar erklären, auf welche Weise dies geschieht, aber sie hat noch keine Antwort auf die Frage, warum sich all dies so verhält. Ein Mensch besteht je nach seinem Alter zu 70-90% aus Wasser. Und ein Erwachsener hat einen täglichen Wasserbedarf von ungefähr 2,5 Liter. Weitere 1,5 Liter werden beim Duschen oder Baden über die Haut aufgenommen. Bis das Wasser aus unserem Hahn strömt, hat es bereits einen langen Weg hinter sich gebracht. Früher war es so, dass nur eine Siedlung entstehen hat können, wenn eine natürliche Quelle vorhanden war. Heute
spielt es keine Rolle, ob es Wasser gibt oder nicht, dort wird gebaut, denn wir führen das Wasser über kilometerlange Rohre. In der Natur folgt das Wasser immer einem sanften, kurvigen Verlauf. In jedem Wasserversorgungssystem aber gibt es viele rechtwinklige Abzweigungen. Die natürliche Struktur des Wassers zerbricht mit jeder einzelnen abrupten Richtungsänderung. Wasser aus dem Trinkwasserversorgungssystem nimmt unterschiedliche kristalline Strukturen an. Aber sie sind alle deformiert. Das sieht dann ungefähr so aus. Die kristalline Struktur ist niemals symmetrisch oder ästhetisch ansprechend. In Fußbodenheizungssystemen, so wie wir es hier haben, wenn da keine Vitalisierung drinnen ist, wird das Wasser todfaulig, ja? Und entzieht dem Menschen, den Pflanzen, den Tieren, die in diesem Haus wohnen, die Energie. Sie raubt die Energie. In den meisten Städten ist das Wasserversorgungsnetz ein in sich geschlossener Kreislauf. Nach einer aggressiven chemischen Reinigung und dem Durchlaufen von gewaltigen Filteranlagen wird das Wasser in unsere Wohnungen und Häuser geleitet. Dabei hat es die Gewalt nicht vergessen, die man ihm angetan hat. Doch noch viel schwerer wiegt die Verschmutzung durch Informationsaufnahme, die das Wasser beim Durchströmen kilometerlanger Rohre und Tausender von Wohnungen und Häusern erfährt. Und unsere geistige Verschmutzung, die wir dem Wasser gegenüber machen, hat gewaltig zugenommen. Warum? Der ganze Neid, der ganze Ärger, der Stress, alles wird auf das Wasser abgeladen. Es ist ja schon fast tot, wenn es bei uns ankommt. Unsere Erde ist ein gewaltiges Wasserreservoir, in dem alle erdenklichen Formen des Lebens gedeihen. Und jedes Lebewesen selbst ist im Kern auch wieder ein Wasserreservoir. Dank moderner Technologien können wir tief in den Weltraum vordringen. Und das Erste, nach dem wir auf fremden Planeten suchen, ist immer Wasser. There is no life on Earth without water. Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde. Und die große Frage ist, ob auch auf anderen Planeten vergleichbares Leben existiert. Das wäre ohne das Vorhandensein von Wasser unmöglich. Wir wissen heute, dass sich die ersten Organismen im Wasser entwickelten und Lebewesen erst sehr viel später an Land lebten. Das ist sicher kein Zufall. Es ist auch kein Zufall, dass die ersten Zeilen in der Bibel vom Wasser sprechen. Die Erschaffung der Welt, des Lebens und des Menschen hängen unmittelbar mit dem Wasser zusammen. So wie in einem Brocken Lehm schon alle Skulpturen angelegt sind, so waren auch die Formen des Lebens als Prinzipien schon immer im Wasser vorhanden. Doch für den Beginn eines Prozesses ist immer ein auslösender Impuls nötig. Die Weisen der alten Hochkulturen glaubten, dass dieser Impuls in einem ursprünglichen, göttlichen Funken bestand, der im Wasser einen Plan für die zukünftige Entwicklung hinterlassen hatte. Der weitere Verlauf der Evolution belegt diese Hypothese. Jedes Lebewesen, vom Bakterium bis zum Säugetier, strebt nach der eigenen Perfektion. Die Wissenschaft wird höchstwahrscheinlich niemals herausfinden, aus welchem Prozess Adam hervorgegangen ist. Aber der Koran spricht davon, dass Wasser dabei eine zentrale Rolle gespielt hat. Die Wissenschaft sollte stärker die Interaktion von Wasser mit anderen Verbindungen betrachten.
Denn auf molekularer Ebene bedingt Wasser die Struktur der DNA und der Proteine. Unsere Körper wären ohne Wasser nicht lebensfähig. Das Leben eines jeden Samens und eines jeden Embryos beginnt im Wasser. Das Fruchtwasser spielt bei der Entwicklung des Embryos eine wichtige Rolle. Es umgibt ihn und enthält, wie ein Computerprogramm, alle biologischen Informationen. Und nur im Wasser selbst können diese verändert werden. Im Buch Prediger heißt es: Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns waren. Und Jakob nahm frische Stäbe von Pappeln, Mandelbäumen und Platanen und schälte weiße Streifen daran aus, sodass an den Stäben das Weiße bloß wurde, und legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, wo die Herden hinkommen mussten, zu trinken. So empfingen die Herden über den Stäben und brachten sprenkelige, gefleckte und bunte. Wir setzen Wasser einem extrem schwachen Magnetfeld aus, das zehntausende Male schwächer ist als das natürliche Magnetfeld der Erde. Selbst unter modernen wissenschaftlichen Gesichtspunkten sind diese Kräfte damit fast zu vernachlässigen. Man setzte nun Fische in das auf diese Weise behandelte Wasser, und schon bald zeugten diese Fische ungewöhnlich kleinen Nachwuchs. Sie sahen ihren Artgenossen ganz ähnlich, unterschieden sich aber im Detail. Alle männlichen Nachfahren hatten gräuliche Streifen und farbige Punkte auf der Bauchseite, die es bei ihren Vorfahren nicht gab. Man spricht dabei von Veränderungen im Phänotypus. Zentral ist dabei, dass diese Veränderungen nicht nur bei einzelnen Fischen auftauchten, sondern bei der ganzen Nachkommenschaft auf einmal. Das Experiment führte neben Veränderungen bei äußerlichen Merkmalen auch zu Änderungen im Verhalten der Fische. Sie reagierten auf äußere Reize, als hätten sie ein kollektives Bewusstsein erworben. Damit standen wir plötzlich vor einem Problembereich, der gänzlich unerforscht war. Wir hielten zuerst einmal fest, dass Wasser für Änderungen der Erscheinung und des Verhaltens von Fischen verantwortlich sein könnte. Dass Wasser eine solch starke Wirkung erzielen kann, wäre eine bedeutende Entdeckung. Diese Beobachtung wollten wir vor einer Veröffentlichung aber erst noch weiter erforschen. "1932 ging eine sensationelle Nachricht um die Welt. Die amerikanischen Physiker Harold Urey und Albert Osborne hatten natürliche Vorkommen von schwerem Wasser entdeckt. D2O beinhaltet Deuterium statt Wasserstoff. Die Erforschung der Spaltung von Deuterium führte zur Entwicklung einer zerstörerischen Waffe, der Wasserstoffbombe. Jeder weiß, welche Folgen radioaktive Strahlung haben kann. Doch es gibt noch weitere erstaunliche Effekte. So hat radioaktive Strahlung einen verheerenden Effekt auf Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, wo ein Nukleartest stattgefunden hat, ob in der Atmosphäre, zu Land oder zu Wasser. Das Gedächtnis des Wassers ändert sich. Und wenn Menschen und Tiere von diesem Wasser trinken, finden schreckliche Veränderungen statt. Nach einer Explosion entsteht eine Druckwelle, die im Wasser noch 30 Tage nach der Explosion zu einer Wellenbildung führt, die wiederum eine pathologische Struktur des Wassers verursacht. So kommt es nach Atomtests erwiesenermaßen zu einer erhöhten Selbstmordrate.
Die Ärzte haben für dieses Phänomen keine Erklärung. Wir aber schon. Denn das Gehirn besteht zu 85% aus Wasser. Die Veränderungen der Wasserstruktur führen im Gehirn dann zu ernsthaften Konflikten und wirken störend auf das Bioplasma ein. Die Folge ist eine so schwere Depression, dass sogar der Selbsterhaltungstrieb unterdrückt wird. Viele alte Legenden erzählen von einem Helden, der totes Wasser von einem Ort ohne Wiederkehr herbringen soll. Das einzige Gewässer auf der Erde, in dem es kein Leben gibt, liegt an dem Ort, wo sich früher die Städte Sodom und Gomorra befanden. Das Tote Meer. So etwas wie totes Wasser gibt es nicht. Wasser spendet immer Leben. Es trägt immer Leben in sich. Wenn er positiven Gedanken zu diesem Wasser spricht oder es segnet, Danke sagt dafür, hebt er die Qualität dieses Wassers und es wird ihm im Körper gut tun. Im Jahre 1472 wurde der Abt Karl Gastinsis durch eine Falschaussage belastet, verhaftet und beschuldigt, eine Krankheit über eine angesehene Dame gebracht zu haben. Während er in einem Verlies festgehalten wurde, gab man ihm täglich nichts weiter als einen Kanten altes Brot und eine Kelle stinkendes Wasser. Nach 40 Tagen bemerkte der Kerkeraufseher, dass Pater Karl überhaupt nicht darunter gelitten hatte. Ja, im Gegenteil, er hatte an Stärke und Gesundheit sogar gewonnen. Das bestärkte den Inquisitor noch in seinem Glauben, jener Abt würde im Bund mit den dunklen Mächten stehen. Später gestand Karl Gastinsis unter Folter, das Wasser gesegnet und Gott für diese Prüfung gedankt zu haben, woraufhin das Wasser wohlriechend und klar geworden sei. In diesen beiden Behältern befinden sich zwei Proben einer Emulsion von Rohöl und Wasser, einem stabilen Abfallprodukt bei der Raffinierung von Öl. Eine Probe wird nun 7 Tage lang einer elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt. Dabei sollen sich die Wassermoleküle von den Ölmolekülen trennen. Nach 4 Tagen ist der Unterschied zwischen den beiden Proben offenkundig. Das Wasser hat sich vom Öl getrennt und an der Verbindungsgrenze ist ein kraterförmiges Gebilde entstanden. Das deutet auf einen fortdauernden Trennungsprozess hin. Das Magnetfeld, mit dem wir das Wasser zu beeinflussen versuchen, ist in etwa dem vergleichbar, das unser menschliches Herz verursacht. Am 7. Tag der Bestrahlung hat sich das Wasser vollständig vom Öl getrennt. Experten haben errechnet, dass bei der Ölproduktion inzwischen über 1 Milliarde Tonnen dieser Emulsion von Wasser und Öl entstanden sind. Da sie für industrielle Zwecke nicht verwendet werden kann, wird sie abgelassen und sammelt sich in riesigen Schlammseen nahe der Ölfelder. In der Sprache der Pemon-Indianer aus Venezuela heißt Roraima die Mutter aller Wasser. Im Januar 2005 machte sich eine Gruppe russischer Biophysiker auf nach Südamerika, um eine einzigartige Wasserprobe zu entnehmen. Von einem Wasser, das noch nie mit Menschen in Kontakt gekommen war und das nur in Venezuela existiert.
Einer Hypothese zufolge existierte im Paläozoikum, dem Erdaltertum, auf der Südhalbkugel ein Gondwana genannter Kontinent. Mächtige tektonische Verschiebungen in der Erdkruste ließen diesen Kontinent vor 3,5 Millionen Jahren in mehrere Teile zerbersten. In der Folge entstanden flache Höhenplateaus, die von den Indianern Tepuis, Häuser der Götter, genannt werden. Roraima ist der größte dieser Tafelberge. Der Tafelberg ist kaum zugänglich und nur nach 3 Tagen beschwerlicher Reise durch Savanne und Dschungel zu erreichen. Zuletzt muss man eine 800 Meter hohe Felswand überwinden. Ich denke, man kann dort getrost von einem einzigartigen, ja, jungfräulichen Wasser sprechen. Über Roraima liegt immer eine schwere Wolkendecke. Und mit der Dämmerung legt sich ein Dunstschleier über das Wasser. Wenn der Mond über die Felsen emporsteigt, taucht er den Nebel in ein fast blaues Licht. Bei diesen Lichtverhältnissen kann man sehen, wie kleinste Wassertropfen in der bewegungslosen Luft schweben. Der geringste Lufthauch genügt und die Tropfen fallen zu Boden. So entsteht ein fast steter Regen, der die zahllosen Wasserfälle speist. Heute ist der 30. Januar 2005. Wasserprobe Nummer 16. Wir verpacken die Wasserproben dann zusammen mit der Luft von hier. Dadurch hält sich seine Energie einige Tage lang. Zurück in St. Petersburg werden wir die Proben sorgfältigen Analysen unterziehen und hoffentlich zu einem aufschlussreichen Ergebnis kommen. Professor Korotkows Forschungsteam hat eine Apparatur entwickelt, mit deren Hilfe sich die Energetik von Wasser messen lässt. Sie funktioniert auf der Grundlage des Kirlian-Effekts. Jede Substanz, die in ein starkes elektromagnetisches Feld tritt, emittiert Licht. Je höher die Energie der Substanz, desto heller scheint sie. Das Wasser aus Venezuela wird nun mit gewöhnlichem Wasser verglichen. Das Wasser aus Venezuela ist nicht 2- oder 3-mal so energetisch. Es ist 40.000 Mal aktiver. Im Grunde muss man von 2 unterschiedlichen Flüssigkeiten sprechen. Ein Wasser mit diesem Energieniveau aktiviert sofort den ganzen Körper, wenn es getrunken wird. Das muss der Grund dafür sein, warum die Indianer in Venezuela trotz aller Entbehrungen ein langes und glückliches Leben führen. Sie wollen das moderne Leben der Großstädte gar nicht führen. Im Spätherbst des Jahres 1632 hatte ein armer, verwaister Bauer aus dem kleinen Dorf Ehningen nahe Stuttgart sein hoffnungsloses Leben satt. Er hatte keinerlei Erinnerungen an seine toten Eltern oder seinen Geburtsort und machte sich daher auf den Weg nach Süditalien, wo er auf besseres Leben hoffte. Seine Reise führte ihn durch Waldshut am Rhein, das im Bistum Konstanz gelegen war. Plötzlich spürte der Bauer, dass ihm diese Gegend seltsam bekannt vorkam. Ja, er fühlte sich mit der Natur, die um ihn war, verbunden. Es war, als trügen ihn seine Beine von ganz allein nach Hause. Er betrat ein kleines Wäldchen und gelangte an eine Quelle. Der junge Mann beugte sich hinunter und trank von dem Wasser.
Viele Jahre später noch erzählte er seinen Großenkeln die Geschichte von dem Wasser, das ihm die Erinnerungen an seine Eltern und seine Heimat zurückgegeben hatte. Die moderne Wissenschaft geht davon aus, dass die Struktur des Wassers im Körper eines jeden Menschen identisch ist mit der Struktur des Wassers an seinem Geburtsort. So erklärt sich unsere lebenslange Bindung an die Heimat, die nicht nur eine romantische Idee ist, sondern auch eine physikalische Tatsache. Nirgendwo auf der Welt ist Wasser dasselbe. Dort, wo es durch die Oberfläche bricht, durch mineralisches Gestein oder Erz, nimmt es die Vibrationen und Informationen der Erde auf und erhält seine spezifische energetische Struktur. Wir haben ein Wasser getestet, von dem der Hersteller behauptet, es sei das beste Wasser auf der Welt. Doch es ist bloß leer und tot. Sicher. Es ist rein und wurde mit Mineralstoffen versetzt. Aber es ist totes Wasser. Ohne Energie und ohne Leben. Die meisten Menschen bemerken keinen Unterschied zwischen natürlich reinem Wasser und künstlich gereinigtem Wasser. Aber jedes Tier wird das Wasser aus einer Quelle immer vorziehen, denn es ist mit der Energie der Natur aufgeladen. Vor kurzem wurde ein weiteres einzigartiges Merkmal von natürlichem Wasser entdeckt: seine Brennbarkeit. Natürliches Wasser ist brennbar. Der Grund für seine Brennbarkeit liegt darin, dass es auf eine ganz spezifische Weise strukturiert ist. In wissenschaftlicher Perspektive ist das Verbrennen ein Prozess der Oxidation, in dem Wärme und Licht abgegeben werden. Wasser verbrennt bei Umgebungstemperatur und die Lichtemissionen können mit Hilfe empfindlicher Instrumente nachgewiesen werden. Bei der Verbrennung wird Sauerstoff in einen erregten Zustand versetzt und ein anderes Material oxidiert. Die Verbrennung von Wasser läuft nur sehr langsam ab. Wäre das nicht so, dann gäbe es jetzt wohl kein Wasser mehr auf der Erde. Am 3. Juni 1940 wurde der sowjetischen Botschaft in Berlin eine Nachricht überbracht. Der Autor der Nachricht bat unverzüglich um eine Audienz. Wenn ich nicht vorgelassen werde, war all meine Arbeit für die Katz, schrieb Willy Lehmann alias Agent Breitenbach. Er berichtete dann von geheimen Forschungslaboren, in denen man versuchte, Benzin zu synthetisieren, nur aus Braunkohle und Wasser. Schon 1913 hatte Kaiser Wilhelm II. Angeordnet, der führende Chemiker Franz Fischer solle die Benzinversorgung des Deutschen Reiches sicherstellen. Der Mangel an eigenen Ölquellen stelle im Kriegsfall einen Nachteil dar. 1941 gelang es deutschen Wissenschaftlern tatsächlich, Benzin durch Hydrierung von Kohle herzustellen. Die Synthetisierungskosten waren allerdings 10-mal höher als bei der herkömmlichen Herstellung und das Benzin von so schlechter Qualität, dass eine Beschädigung der Fahrzeuge drohte, die damit fuhren. Nach Kriegsende wurden alle Bemühungen, Benzin mit Hilfe von Wasser zu synthetisieren, als nutzlos abgetan. Der chinesische Wissenschaftler Chang Guohua beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Benzin dieser Art. Ich werde jetzt demonstrieren, wie man eine Emulsion von Diesel und Wasser herstellt. Eine solche Emulsion hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichem Treibstoff. Sie setzt mehr Kraft frei und führt zu weniger Abgasen. Hier haben wir ganz normalen Dieselkraftstoff. Und dies ist strukturiertes Wasser. Das Mischungsverhältnis muss 79% Diesel, 20% Wasser und 1% Lösungsmittel betragen. Zuerst gebe ich das Wasser hinzu. Chang stellt unter Beweis, dass die hinzugefügte Flüssigkeit auch wirklich Wasser ist.
Und jetzt gebe ich noch das Lösungsmittel hinzu. Sofort bildet sich eine milchige Emulsion. Jetzt befülle ich das Auto mit der Emulsion. Wir haben die Messungen über einen langen Zeitraum vorgenommen und eine Leistungserhöhung von 5% bei einer Kraftstoffersparnis von 20% festgestellt. Folgendes gerät oft in Vergessenheit. Wenn man alle Bestandteile von Benzin analysiert, dann findet sich auch eine gewisse Menge an Wasser. Entfernt man nun chemisch restlos alles Wasser aus dem Benzin, dann brennt das Benzin nicht mehr. Das weiß man schon seit dem 19. Jahrhundert. Damit etwas brennt, ist immer eine gewisse Menge an Wasser nötig. Unter den persischen Sufis erzählt man sich eine Legende, in der einst ein weiser Mann den Tag vorhersagte, an dem alles Wasser auf der Welt versiegen und durch anderes Wasser ersetzt würde. Jeder, der von dem neuen Wasser trinkt, würde seinen Verstand verlieren. Nur ein Mann nahm diese Prophezeiung ernst und legte sich einen Wasservorrat an. Irgendwann kam der Tag, als alle Flüsse und Seen versiegten. Und der Mann, der auf den Weisen gehört hatte, labte sich an seinen Wasserreserven. Endlich füllten sich die Seen und Flüsse wieder und die Menschen tranken durstig von dem neuen Wasser und verloren alle ihren Verstand. Nur der Mann, der auf den Weisen gehört hatte, trank weiter seinen Vorrat und blieb bei Verstand. Schließlich war er der einzig Gesunde unter Wahnsinnigen und wurde daher als verrückt angesehen. Also vergoss er all seine Wasserreserven des alten guten Wassers, trank von dem neuen Wasser und verlor seinen Verstand. Fortan fühlte sich der Wahnsinnige, wie alle anderen, gesund. Unser Gehirn besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Bei der Bewegung der Wassermoleküle hinterlässt das Wasser eine Prägung in unserem Gehirn und ist somit in gewisser Weise an der Strukturierung von Informationen im Gehirn beteiligt. Wenn Sie die unterschiedlichen Organe wie das Herz oder die Lunge oder auch das Gehirn einer Kernspintomographie unterziehen, dann stellen Sie fest, dass diese Organe überwiegend aus Wasser bestehen. Im Grunde gibt es in Ihrem Kopf fast nichts außer Wasser. Stellen wir uns vor, wir hätten einen Probanden und eine Probe Wasser. Das Wasser beinhaltet eine ganze Reihe von verschiedenen Informationen. Wenn man nun dieses Wasser in den Probanden injiziert, dann wird sein Körper die Informationen im Wasser assimilieren. Auf diese Weise kann sich der Charakter eines Menschen vollständig ändern. Betrachten wir die Auswirkungen von Wasser auf das Blut des Menschen. Eine Ärztin entnimmt am Finger eines Patienten eine Blutprobe. Unter einem Spezialmikroskop lässt sich der körperliche Zustand des Patienten nur aus diesem einen Tropfen ablesen. Das sind rote Blutkörperchen, die ihre elektrische Ladung verloren haben und zu einer Art Gerinnsel verklebt sind. Hier sieht man auch einen großen Symplasten. Symplasten deuten auf Herzkrankheiten, Arthritis oder Lungenerkrankungen hin, die in der Zukunft auftreten könnten. Die Ärztin bittet den Patienten nun, eine kleine Menge strukturiertes Wasser zu trinken. Nach 12 Minuten wird eine weitere Blutprobe entnommen und untersucht.
Man sieht hier sehr gut, dass die Zellen beweglich und geschmeidig geworden sind. Sie sind auch wieder elektrisch geladen und gewährleisten so einen störungsfreien Sauerstofftransport im Blut. Der pH-Wert nähert sich auch bereits wieder dem Normalniveau bei aerobem Stoffwechsel an. Ich finde es unglaublich, dass nur die Einnahme von Wasser so etwas bewirken kann. Die traditionelle fernöstliche Medizin basiert schon lange auf der Vibration und Resonanz des Wassers im Körper. Der Puls zeigt an, ob der Resonanzton richtig ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Puls hoch oder niedrig ist. Auf dieser Grundlage nimmt ein erfahrener Arzt einen Energiescan vor, stellt eine Diagnose und verschreibt eine Behandlung. Wir heilen nicht mit Wasser, denn der Mensch besteht ja fast nur aus Wasser. Die Patienten lesen Mantras, damit das schlechte Wasser in ihnen strukturiert wird. Wie genau diese Behandlung funktioniert, ist unbekannt. Doch in allen großen Weltreligionen gibt es die Praxis, vor einer Mahlzeit ein Gebet zu sprechen oder Essen an hohen Feiertagen zu segnen. Haben wir uns nicht schon oft gefragt, wieso wir das tun? Oder warum sich in so unterschiedlichen Religionen ein und dieselbe Praxis durchgesetzt hat? Warum schien unseren Vorfahren etwas so selbstverständlich zu sein, wofür unsere moderne Wissenschaft noch kaum eine Erklärung hat? Inzwischen weiß man, dass ein Gebet, egal aus welcher Religion oder in welcher Sprache gesprochen, zu einer Schwingungsvibration von 8 Hertz führt. Und diese Frequenz korrespondiert mit jener des Magnetfelds der Erde. Ein in Liebe ausgesprochenes Gebet schafft somit eine harmonische Struktur im Wasser. Wir nehmen an, dass jener Effekt durch eine spezifische Struktur der Wassercluster hervorgerufen wird. Das sollte uns als ein ganz praktischer Ratschlag dienen. Wir sollten unsere Mahlzeiten immer gut gelaunt einnehmen und niemals im Beisein von übelgesinnten oder aggressiven Menschen. Denn das könnte eine direkte negative Auswirkung auf unsere Gesundheit haben. 1995 konnte Dr. Emoto Masaru als erster Wissenschaftler den Einfluss von Musik auf Wasser nachweisen. In seinem Labor beschallte er Wasser mit Musik, kühlte es herab und untersuchte die Eiskristallbildung unter dem Mikroskop. So sieht die Musik von Johann Sebastian Bach aus. Mozart. Beethoven. Heavy Metal. Manchmal reichen schon Gefühlsausbrüche aus, um solche negativen Auswirkungen zu erzeugen. Ich wüsste von keinem Konzert mit klassischer Musik, bei dem es zu derart gewalttätigen Ausbrüchen wie in diesen Aufnahmen hier gekommen wäre. Negative Emotionen hinterlassen im Wasser deutliche Spuren. Ein solches Wasser kann bei eben noch ganz gelassenen Menschen starke Aggressionen auslösen. So seltsam es auch klingen mag, negative Emotionen zeigen eine deutlichere Wirkung als positive. Das mag damit zusammenhängen, dass Menschen negative Emotionen intensiver wahrnehmen. Dr. Emoto hat noch ein anderes interessantes Experiment durchgeführt. Er füllte Reis in 3 Glasbecher und goss Wasser hinzu. Einen Monat lang sagte er jeden Tag zum einen Becher: Vielen Dank. Zum zweiten: Du bist ein Idiot.
den dritten Becher ignorierte er einfach. Nach einem Monat begann der Reis, bei dem er sich bedankt hatte, zu fermentieren und gab ein starkes, aber angenehmes Aroma ab. Der Reis im zweiten Glasbecher hatte sich schwarz verfärbt. Der Reis, den Dr. Emoto ignoriert hatte, hatte zu schimmeln begonnen. Dr. Emoto ist der Meinung, dass wir aus diesem Experiment eine wichtige Lehre, vor allem für den Umgang mit unseren Kindern, ziehen können. Wir sollten uns um unsere Kinder kümmern und ihnen Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Gleichgültigkeit richtet den allergrößten Schaden an. Hass und Wut haben nicht nur einen destruktiven Einfluss auf unsere Mitmenschen, sondern können sich sogar gegen uns selbst wenden. Das beginnt geistig in Gedanken. Wenn man negative Gedanken aussendet, dann wird man sein eigenes Körperwasser, nachdem der Körper ja zu 75-90% aus Wasser besteht, verschmutzen. Man wird dieses Wasser negativ belasten. In vielen Laboren überall auf der Welt wurden bei ganz ähnlichen Experimenten immer dieselben Ergebnisse erzielt. Eine Menge Wasser wird auf zwei Gefäße aufgeteilt. Das eine Gefäß wird nun bestimmten Umwelteinflüssen ausgesetzt, die die Struktur und Eigenschaften des Wassers veränderten. Nach einiger Zeit weist das Wasser in dem anderen, unberührten Gefäß dieselben Eigenschaften auf. Und das selbst dann, wenn beide Gefäße in einer beträchtlichen Entfernung zueinander gestanden hatten. Wasser hat ein hervorragendes fotografisches Gedächtnis. Und man kann seine Struktur selbst aus Entfernungen von über 10.000 Kilometern verändern. Wenn Menschen doch zum größten Teil aus Wasser bestehen, ist dann zwischen ihnen eine telepathische Kommunikation möglich. Im Februar 2005 führten Professor Vyacheslav Zvonikov und seine Kollegen ein Experiment durch, um zu untersuchen, ob telepathische Kommunikation zwischen Menschen möglich ist. Die beiden Probanden sind 15.000 Kilometer voneinander entfernt, in Moskau und im Norden Südamerikas. Am Computer wird jede kleinste Veränderung der Körperfunktionen der beiden Probanden aufgezeichnet. 15 Minuten vor Beginn des Experiments gibt es noch keine sichtbare Übereinstimmung des mentalen Zustands, der Atemfrequenz oder im EKG und EEG. Doch plötzlich registrieren die Messinstrumente erste Veränderungen. Die beiden Menschen passen sich einander über all die tausenden Kilometer hinweg an. Die Computer zeigen deutlich eine Synchronisation jener Gehirnaktivitäten an, die Atmung und Puls steuern. Wie lässt sich das erklären? Bislang haben wir noch keine Antwort auf diese Frage. Es bleibt ein wissenschaftliches Mysterium. Eine Hypothese lautet, dass die Körperflüssigkeiten eine Rolle spielen könnten. Eines wissen wir immerhin, dass nämlich die Körperflüssigkeiten beim Informationsaustausch im Körper eine Funktion haben. Wir müssen unsere alltäglichen Handlungsweisen betrachten, denn diese orientieren sich an der Natur. Was wir tun, beeinflusst nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mitmenschen und das Universum. Wir haben die Eigenschaften von Wasser während einer Sonnenfinsternis und beim Vorbeiflug des Kometen Schumacher-Levy untersucht. Es stellte sich heraus, dass eine Gewebekultur in Wasser bereits eine Woche vor der Sonnenfinsternis zu verkümmern begann, also lange bevor die Sonnenfinsternis spürbare Auswirkungen auf uns haben konnte. Musik
Das Universum ist ein ganzer, perfekter Organismus. All seine Einzelteile, uns und die Erde eingeschlossen, sind untrennbar durch einen gewaltigen Informationsstrom miteinander verbunden. Auf unserem Planeten spielt Wasser die Schlüsselrolle beim Austausch dieser Informationen. Denn Wasser ist das Medium, durch das dieser Austausch stattfindet. Die chinesischen Geschichtsbücher erzählen von dem taoistischen Einsiedler Chang Shun, der mit Genghis Khan mehrere lange Gespräche geführt haben soll. Als das Land einst von einer unbekannten Seuche heimgesucht wurde, bat der Herrscher in Peking jenen Einsiedler um Hilfe. Chang Shun betete und die Seuche ging vorüber. Als die Menschen ihm in Scharen ihre Dankbarkeit ausdrückten, sagte der Einsiedler, es kommt nicht auf das richtige Gebet an, sondern auf den Glauben. Genau das ist entscheidend. Viele Menschen glauben, dass eine Absicht auf das Wasser übertragen werden kann. Und das ist tatsächlich möglich. Man kann zum Beispiel über ein Gebet eine Absicht auf Wasser übertragen. Denken Sie an Lourdes und seine Heilquelle. Wie heißt es in der Bibel so schön? Nichts wird dem Gläubigen unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin. So wird er sich heben. Das Versetzen des Berges steht hier metaphorisch für die Macht des Glaubens. In allen heiligen Schriften finden sich Geschichten über Menschen, die durch ihren Glauben in der Lage waren, Wunderdinge zu vollbringen. So teilte sich das Meer vor Moses, weil dieser unerschütterlich daran glaubte, dass Gott ihn nicht verlassen würde. Es liegen unbestreitbare Beweise vor, dass Gebete einen heilsamen Einfluss auf Kranke haben. Denken Sie an die wundersame Genesung schwerkranker Menschen, die man längst für verloren gehalten hatte. Wird heiliges Wasser über kranke Tiere oder eine verdorrte Pflanze gegossen, dann erwachen diese zu neuem Leben. Dafür gibt es empirische Belege. Aber derzeit hat kein Chemiker der Welt eine Erklärung dafür. Niemand versteht es. Es ist der 18. Januar und in vielen orthodoxen Kirchen wird die Taufe Christi gefeiert. Zwei Glaskolben werden mit gewöhnlichem Leitungswasser befüllt. Früh am Morgen wird einer der beiden Kolben in die Kirche neben den Weihwasserbehälter gestellt, der später das Sakrament der Weihe erfahren wird. Jedes Jahr eilen Gläubige und sogar Ungläubige in die Kirchen, um etwas von dem Taufwasser zu ergattern, dem außergewöhnliche Fähigkeiten zugesprochen werden. Um diese Behauptung zu untersuchen, werden die beiden Glaskolben unmittelbar nach dem Gottesdienst ins Labor gebracht. Hier wird das Wasser nun in einer kryogenischen Kammer schockgefroren und unter dem Mikroskop betrachtet. Die Kristalle des Leitungswassers ergeben ein chaotisches, diffuses Bild. Wohingegen das Wasser aus der Kirche die ebenmäßige, symmetrische Form eines sechszackigen Sterns bildet. Heiliges Wasser zeichnet sich durch eine kraftvolle und besonders stabile Struktur aus und kann seine Eigenschaften weitergeben. Gibt man 10 Milliliter heiliges Wasser auf 60 Liter gewöhnliches Wasser, dann nimmt die gesamte Wassermenge die Eigenschaften von heiligem Wasser an.
Vielleicht wird die Wissenschaft irgendwann erklären können, wie Gebete tatsächlich wirken und was mit dem Menschen unter dem Einfluss göttlicher Gnade geschieht. Meiner Ansicht nach war es Jesus möglich, Einfluss auf die Struktur des Wassers zu nehmen. Er bediente sich dafür der ihm verliehenen höheren spirituellen Kraft. Es ist aus heutiger Sicht nicht unvorstellbar, Wasser so zu beeinflussen, dass es beinahe fest wird. Strahlung kann jeder messen. Aber wie verhält es sich mit subtiler Energie? Dafür interessieren wir uns. Heute meint jeder zu wissen, dass das Wetter von Hoch- und Tiefdruckgebieten abhängt. Wir nehmen die tägliche Wettervorhersage als unumgänglich hin und warten auf den Auftritt des Wassers. Es verdunstet, bildet wundersame Wolkenformationen und ist maßgeblich an den Vorgängen in der Atmosphäre beteiligt. Das Farbenspiel der Sonnenauf- und Untergänge, Regenbogen, die sich über den Himmel erstrecken, all diese Spektakel entstehen in der Brechung von Licht in der Luftfeuchtigkeit, die von den Wolken über gewaltige Entfernungen transportiert wird, bevor sie als Regen vom Himmel fällt. Regen, Hagel, Schnee und Nebel, Wind und Sturm, all diese komplexen Wetterphänomene hängen von der Stimmung des Wassers ab. Wir versuchen täglich vorherzusagen, wo es die Erde mit Gunst segnen oder sie mit entfesseltem Zorn verheeren wird. Wir selbst können dabei nichts weiter tun, als den Verlauf des Wetters über Satelliten zu beobachten. Wie faszinierend ist da der Gedanke, sich das Wetter untertan zu machen, ihm nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Tatsächlich gibt es Menschen, die durch bestimmte Praktiken das Wasser sowie atmosphärische Phänomene beeinflussen können. Diese Rituale wurden behutsam von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn meine Gaben überzeugend waren, wenn ich die richtige Zeit und den richtigen Ort gewählt habe und wenn ich die Mantras aus reinem Herzen rezitiere, dann schenkt der Herr des Wassers uns Wasser. Heutzutage begegnen wir solchen Überzeugungen eher mit einem Lächeln, als ihnen Glauben zu schenken. Aber ist es möglich, dass ein einzelner Mann ohne die Hilfe moderner Technik nur durch seinen Glauben einen natürlichen Prozess wie das Wetter zu verändern vermag? Ich war mit drei Schülern auf eine Hochzeit im Freien eingeladen worden. Und niemand von uns hatte an einen Regenschirm gedacht. Dann zog sich der Himmel zu und es fing an zu regnen. Alle Gäste öffneten ihre Regenschirme. Doch ich sagte zu meinen Schülern, meditieren wir für besseres Wetter. Nach einer Minute bildete sich ein Loch in der Wolkendecke und die Sonne schien direkt auf uns herab. Im Sommer 1991 hatte es in Israel 2 Jahre lang nicht geregnet. Der Wasserspiegel im See Genezareth, dem einzigen Süßwassersee des Landes, war bereits 15 Zentimeter unter das kritische Niveau gefallen. Daraufhin versammelten sich 10.000 Israeliten an der Klagemauer, um für Regen zu beten. Am dritten Tag der Gebete ergoss sich der Regen in Strömen über das Land. Kann das ein Zufall sein?
Der Glaube an den Zufall hat weder mit Wissenschaft noch mit Religion zu tun. In der Wissenschaft herrscht der Glaube an den Determinismus, an bestimmte Gesetzmäßigkeiten vor. In der Religion stehen die Konsequenzen des Handelns im Vordergrund. Wer an den Zufall glaubt, entzieht sich schlicht der Verantwortung für sein Handeln. So wie ein einziger Schrei einer Eule bereits eine Lawine auslösen kann oder das Flügelschlagen eines Schmetterlings zu einer Änderung der Wetterlage führt, so können auch die bloßen Gedanken eines Menschen globale Prozesse in Gang setzen. Das ist keine Übertreibung, sondern jeder, der sich mit Chaostheorie beschäftigt, weiß das. An dem wird eigentlich keiner, der sich mit Systemtheorie beschäftigt hat, zweifeln können. Es kommt nur darauf an, den richtigen Moment zu erreichen, wenn das System instabil wird. Nur in Phasen der Instabilität genügt schon ein Gedanke. Und es kommt zum Wechsel eines ganzen Systems. Manchmal bemerke ich nicht, wenn ein eigener Fehler in anderer Gestalt wieder auf mich zurückfällt. Aber im Grunde bilden Ursache und Wirkung eine Einheit. Was immer ich Falsches tue, am Ende wird es mich selbst wieder einholen. Bei all den Wassermengen auf unserem Planeten ist doch nur etwa 1% davon verfügbares Süßwasser. Dieser Trinkwasservorrat hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte kaum verändert. Doch die Weltbevölkerung ist kontinuierlich gewachsen. Mit seinen 6,5 Milliarden Bewohnern ist die Erde heute so dicht bevölkert wie noch nie zuvor. Doch selbst jetzt wäre genug sauberes Wasser für alle da, wäre unsere Zivilisation nicht so selbstzerstörerisch. Im Koran heißt es, wenn alles Wasser nicht mehr ist, wenn es sich tief ins Innere zurückgezogen hat, wer wird dir dann Wasser spenden, das freimütig aus dem Boden sprudelt und leicht zugänglich ist? Heute fehlt mehr als 1 Milliarde Menschen der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Über 5 Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, sterben jährlich an den Folgen von verseuchtem Wasser. 10-mal mehr als durch Kriege. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, wird Wasser zu der vorrangigen Quelle internationaler Konflikte im 21. Jahrhundert werden. Schon heute wachsen überall auf der Erde die Spannungen zwischen Staaten und Individuen um den freien Zugang zu sauberem Wasser. See, we talk a lot about. Die ganze Welt redet von einer drohenden Ölkrise. Davon, dass uns die Ölvorräte ausgehen könnten. Viel wichtiger wäre es, dafür zu sorgen, dass wir nicht in eine Wasserkrise geraten. Eine Untersuchung der UN hat ergeben, dass jährlich etwa 10 Millionen Tonnen Öl in die Weltmeere fließen. Vor der Atlantikküste der USA liegen 90.000 Container mit radioaktivem Abfall vergraben, das ein erhebliches Strahlungspotenzial besitzt. Viele Länder mit Zugang zum Meer entledigen sich ihrer industriellen oder radioaktiven Abfälle einfach im Ozean. Im Laufe der Zeit lösen sich viele der Substanzen im Wasser auf, verteilen sich und verändern dadurch nicht nur die Qualität des Wassers, sondern auch sein Gedächtnis. Aufgrund seines Salzgehaltes kann der Ozean diese Erinnerungen noch auslöschen. Doch es bleibt ein nicht unerheblicher Verdünnungseffekt des Salzwassers durch Verunreinigungen, der dringend genauer erforscht werden muss. Denn bei einem sehr hohen Verdünnungsgrad können die Effekte auf das Gedächtnis des Wassers viel stärker sein als bei einer hohen Salzkonzentration. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase der Geschichte unseres Planeten. Inzwischen wird fast das gesamte potenzielle Ackerland schon bebaut. Ein Drittel der Wälder auf der Erde sind abgeholzt oder abgestorben, genau wie die Hälfte des Planktons in den Ozeanen. All diese Probleme wirken sich auch auf das Wasser aus.
In den vergangenen Jahren ist die Wassertemperatur des Tiefseewassers unter dem Golfstrom um 1 Grad gesunken. In der letzten Dekade hat sich die Schmelzrate von Grönlands Eisbergen verdreifacht. Die zerstörerische Kraft von Wirbelstürmen hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Und die Anzahl der Naturkatastrophen steigt weiter. Zwischen 1973 und 1982 wurden weltweit 1500 Naturkatastrophen aufgezeichnet. Zwischen 1983 und 1992 waren es bereits 3500 und zwischen 1993 und 2002 6000. 226.000 Menschen starben im Dezember 2004 durch den schweren Tsunami in Südostasien. Eine 500.000 Menschen ist seitdem obdachlos. Im Oktober 2005 verloren 200.000 Menschen durch eine Flut in Europa ihre Häuser und Wohnungen. 1.300 Menschen starben durch den Hurricane Katrina im August 2005. 1 Million Menschen verloren ihr Zuhause. Fast 4 Millionen Menschen sind in den letzten 30 Jahren durch Naturkatastrophen gestorben. 4,5 Milliarden Menschen waren direkt von ihnen betroffen. Wenn Sie heute auf der Straße einen Passanten fragen, ob er der Meinung ist, dass die zunehmende Anzahl und Zerstörungskraft von Naturkatastrophen durch den Menschen selbst verursacht wird, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit mit Ja antworten und die Ursachen im Handeln des Menschen sehen. All das, was heute in der Welt passiert, die Tsunamis, die Unwetter, der Terrorismus und die Angst davor, die alle umtreibt, all das ist ein Resultat der ungesunden Lebensweise eines jeden Einzelnen von uns. Es bedingt sich. Und es liegt auch an der Verschmutzung des Wassers. Durch das Phänomen des strukturellen Gedächtnisses ist Wasser in der Lage, Informationen darüber aufzuzeichnen, was in seiner Umgebung geschieht. Da es in allen Lebewesen vorkommt, verbindet es uns alle in einer endlosen Kette an Informationen. Dabei sind wir nicht nur Empfänger dieser informationellen Transmissionen, sondern gleichzeitig auch die Quelle dieser selbst. Jede unserer Handlungen, ja jeder Gedanke und jedes Gefühl wird ein Teil der großen ganzen Umwelt, bestehend aus Energie und Information. Informationeller Schmutz vergiftet das Wasser, das ihn Schicht um Schicht in seinem Gedächtnis ansammelt. Doch zum Glück besitzt Wasser die Fähigkeit zur Selbstreinigung. Im Moment des Übergangs von einem Aggregatzustand zum anderen, wenn es verdunstet, kondensiert und abregnet oder wenn es gefriert und wieder schmilzt, dann wirft es all die überflüssige informationelle Last von sich ab und besinnt sich auf seine eigentliche Anlage, den Plan des Lebens. Einstein beispielsweise hat so wunderbar darüber geschrieben: Ich möchte seine Gedanken kennen, damit meint er Gott. Alles Übrige sind nur Einzelheiten. Ich möchte wissen, wie er diese Welt erschaffen hat. Alles beginnt im Wasser. Man könnte sogar sagen, alles wird im Wasser geboren und findet im Wasser wieder ein Ende. In allen Religionen heißt es, dass nur der Gott gegenübertreten kann, der rein ist. Und so ist Wasser in allen Religionen das vermittelnde Medium zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Daher gibt es rituelle Waschungen
in allen Weltreligionen. Wenn wir die Bezüge zu Wasser in der Bibel untersuchen, dann fällt auf, dass es meist um die Idee der Läuterung geht. Besonders offensichtlich ist das natürlich in der Geschichte von Johannes dem Täufer und der Taufe der Israeliten im Jordan. Die Taufe war mit einem Sündenbekenntnis und einer inneren Umkehr verbunden, die symbolisch durch das Eintauchen der Menschen im Fluss vollzogen wurde. Der christlichen Kirche gilt die Taufe als ein Sakrament. Die Begegnung mit Gott ist zwar nicht sichtbar, wird aber durch das Wasser sakramental vermittelt. Was passiert also mit dem Menschen bei der Taufe? Während der Taufe geht die göttliche Energie, die die Christen Gnade nennen, auf den Menschen über. Sicher, in der Menschheitsgeschichte hat es viele religiös motivierte Kriege gegeben. Aber in unserem Experiment haben Worte aus dem religiösen Kontext zur Bildung wunderschöner Eiskristalle geführt. Es scheint also eine Übereinstimmung zwischen den Prinzipien der Natur und der Religion zu geben. Ein christliches Gebet. Ein buddhistisches Gebet. Ein muslimisches Gebet. Dr. Emoto vermutet, dass dort die meisten Schwerverbrechen begangen werden, wo die Menschen am häufigsten fluchen. Idiot. Ich hasse dich. Diese gläsernen Wasserbehälter wurden mit Worten oder Namen bekannter Persönlichkeiten beschriftet. Liebe. Hoffnung. Seele. Mutter Teresa. Hitler. In zahlreichen Experimenten hat Dr. Emoto herausgefunden, dass die Kombination aus zwei Worten zur Bildung der schönsten Kristalle geführt hat. Liebe und Dankbarkeit. Das Universum wurde von dem Absoluten geschaffen, von der Quelle, aus der sich alles speist, das existiert. Jede materielle Manifestation, ja jeder von uns Menschen, trägt einen Teil dieses Urozeans in sich. Jedes unserer Worte ist wie ein Wassertropfen, ein Gedankenträger oder eine Quelle der Information. Und wir alle sollten dem Absoluten mit Liebe und Dankbarkeit begegnen.